Als ob das jetzt First Try ist. Das glaub ich nicht. Guck mal, was ich geschafft hab. Ich hab's hinbekommen. Ja, Mensch, herzliches Willkommen zurück zu An der Tail mit Toriel. Siehst du das vor? Wahrscheinlich sowas wie eins wanderte ein Block umher. Umhüllt war er mit Cringe und Spaghetti. Ja, natürlich das auch, denn wer mag nicht Kornblock mit Spaghetti? Ich auf jeden Fall nicht, vor allem wenn sie gefroren ist. Denn der Papyrus und der liebe Sans, die wir letzte Folge kennengelernt haben, ne? Gut, das haben hätte ich nicht in Gänsefüßen setzen müssen, ne? Aber wir haben sie kennengelernt, Mavita, zum trillionsten Mal, und ja, Warnung, Hundehochzeit. Ja, wir haben schon das Häuslein gesehen von den kleinen Hundis, ne? Und irgendwo ist auch, glaube ich, Big Doggo. Ne, das ist der niedere Hund. Ich glaube schon, dass der niedere Hund genauso, ich weiß nicht, Lower Dog. Ich meine, was, ich will nicht kämpfen gegen dich. Ich möchte dich streicheln. Aber das... Vier Tritte von links streicheln. Du hebst deine Hand und der niedere Hund ist begeistert. Und nein, nein! Ich hasse diesen weißen Hund. Ah, ich kann ihn jetzt begnadigen, verschonen. Begnadigen hört sich irgendwie so an, als möchte ich ihn gerade vergraben gehen und meinen letzten religiösen Spruch von mir geben. Auf seiner Himmelsfahrt, die er dann gehen wird. Ja, wir lassen das mal lieber. Ich frage mich, oh, was ist das denn? Ein X markiert den Schatz? Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Wahrscheinlich wird das jetzt hier sein. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick. Das war wieder Graf Klickwitz. Das gibt's ja nicht. Okay, gut, das reicht jetzt mal. Lass uns mal die Hundehochzeit stören. Sind Sensenmänner, Sensenfrauen, Sensenhunde. Wo siehst du das für einen Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Oh shit. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Lass mal bitte, Hundepaar. Denn Dog Amy und Dogaressa, also Dogami, Dogami und Dogressa. Ah ja. Herumrollen. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher, unter. Was? Du riechst wie ein komischer Welpe. Jetzt war ich Stiefelmeister 98, aber nur zweiter Platz. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Die Blauen, die Hunde möchten erneut an dir schnüffeln. Schnuppern. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was? Riecht nach... Bist du etwa ein kleiner Welpe? Oh nein. Oh Gott. Das ist eine böse Attacke, du. Mach das bitte nicht. Das sah aus wie ein Herzchen. Ja. Kann ich die jetzt streicheln? Was ist, wenn ein Welpe einen Hund streichelt? Du streichelst Dogaressa. Was ist mit dir? Ein Hund streichelt? Dein Hund streichelt? Wow. Und ihr wollt mich trotzdem noch angreifen? Lass mal bitte. Aber guck mal, ich bin bis jetzt schadenlos davon gekommen. Darf ich ja auch Dogami streicheln? Du streichelst Dogami. Wow, und das von einem Welpen. Hey, vergiss mich nicht. Oh nein, das ist nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Hey, wie habe ich das überlebt einfach? Ah, beide sind verschonbar. Scheiß dir. 40 Gold. Hunde können andere Hunde streichen. Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Hündchen. Die sind halt cool. Wir sind ein kleiner, cooler Welpenhund. Habe ich falsch gemacht? Stand hier irgendwie was Cooles? Verwandle jedes X in eine 0. Oder in ein O. Drücke dann den Schalter. Oh. Tja, das ist falsch, ne? Das habe ich jetzt mal verkackt. Okay, bumm. Na. Ich sehe schon Papyrus. Das macht mich schon glücklich. Weil, wer freut sich nicht, wenn er aufsteht, morgens ein Papyrus-Gesicht zu sehen? Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist etwas für mich übrig. Was erzählst du Papyrus über sein Spaghetti? Er hat mir übrig gelassen. Wirklich?
Wowie, du konntest dem Geschmack meiner Pasta widerstehen, nur um sie mit mir teilen zu können? Quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. falsch rum, aber auch egal. Scheiße. Hallo? Darf ich mal... Ich soll jetzt den Schalter drücken, ne? Ich hab es also verkackt. Eiskalt. Hallo, Papyrus. Mein Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er... Oh nein, coolen Typen wie mich machen würde. Ich weiß nicht, Papyrus. Vielleicht wäre er nicht so ein Lazybone. Mensch. Wie sage ich das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen, also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepeppt, indem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestaltete. Unglücklicherweise ist der Schnee festgefroren. Jetzt ist die Lösung eine andere. Und wie üblich, mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist, keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit versucht das Rätsel selbst zu lösen. Ich werde die Antwort nicht verraten. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen knifflig hier, ne? Überleg mal ganz schnell. Ja, okay, Siegfried, okay, ja. Warte mal, wenn ich jetzt so wusch, 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 ne, das geht schon mal nicht. Dann wusch, 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 wusch. Ja, das müsste gehen. Also, wenn ich jetzt kein Gedenkfehler habe. Wenn ich keinen Gedenkfehler habe. So, und dann einmal drumherum und dann nochmal von... Hä? Als ob das jetzt First Try ist. Das glaub ich nicht. Guck mal, was ich geschafft hab. Ich hab's hinbekommen. Wow, du hast es gelöst. Und das ganz ohne meine Hilfe. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Die müssen Rätsel so viel bedeuten wie mir. Ich bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Es ist vielleicht sogar zu einfach für dich. Ach Gott. Ich mag Papyrus schon. Wo kommt ein Sandset schon wieder her? Hi. Gute Arbeit, du hast es echt schnell hier geschafft. Und du hast nicht einmal meine Hilfe gebraucht. Das ist super. Ich mag es nämlich möglichst gar nichts zu tun. Ja, Sans, du machst sowieso gar nichts, außer Kinder abmurksen. Hey, es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von der großen Dr. Alphys erschaffen. Siehst du diese Federn, ne? Es sind Felder, okay? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Felder sind unpassierbar. Du kannst sie nicht betreten. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Ah. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orangene Felder lassen dich nach Orangen riechen. Ja, das tun sie wirklich. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder. Schwimme, wenn du willst. Doch, wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig. Du schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen die Piranhas nicht. Violett und Blau sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Betrete sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Ich sage diesmal ja, weil ich letztes Mal nämlich, glaube ich, Nein gesagt habe. Natürlich. Nein gesagt habe und dann hat er es wiederholt, dann ging das Rätsel nicht mehr. Großartig, eine Sache gibt es noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Hehe, los geht's. Okay. Das sieht irgendwie... Epilepsie-Warnung. Tja, Papyrus, ne? Bei beiden. Gefällt mir. Die Spaghetti von vorhin, das war keine schlechte Leistung für meinen Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Die Maschine funktioniert nicht. Wer hätte das gedacht? Also sie funktioniert, aber falsch halt. Ich glaube, der klebt fest, ne? Dieser Hund starrt den Schnee an, in der Hoffnung, ihn in Kunst zu verwandeln. Armer Hundi, aber okay. Was haben wir hier? Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Ah ja, Vorsicht vor dem Hund, bitte Hund streicheln. Die sind Menschen plötzlich, ne?
Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schneehund zu bauen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Schade, 77, dafür bekomme ich es hin, 657 hinzuschreiben, aber verdammt nochmal, Papa, jetzt hat zu viel geredet. Wer bist du? Dieser Hund sieht sich als Künstler, aber weiß nicht, was er schaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Ja. Oh. Na, das wollte ich jetzt eher nicht. Können wir hier auch runtergehen? Da ist doch diese... Ja gut, das kennen wir schon. Ne, das ist ja nichts Neues so. Wie war das nochmal im Rätsel? Ich habe das, glaube ich, ein bisschen vergessen. Wusch. 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 Wo will ich jetzt hin? Wusch. 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 Ich glaube, ich hab's richtig, oder? Guck mal, ich hab's hinbekommen. Hey, lol, als ob ich das echt hinbekommen habe. Fass ich gerade irgendwie nicht. Ich hab echt damit gerechnet, dass ich jetzt instant verkacken werde. Das war eine schöne Statue. Okay, wir gehen nach unten. Als erstes, weil sonst despawn Sans, wenn man erst nach rechts geht. Was geht ab? Deine teleportablen Kräfte, die gehen ab. Ich wusste... Also nicht, dass jetzt hier ein Gegner kommt. Güftrott stellt sich dir gegenüber. Der sieht gesund aus. Dekorieren. Und die Wackelaugen dazu, die du am Boden gefunden hast. Der sieht doch besser aus. Verflucht, jugendliche Wackelaugen. Scheiße. Oh Gott. Aua, das hat wehgetan, du. Ich wollte dich eigentlich nicht beschenken. Güftrott lehnt dein Geschenk ab. Und das ist kein Trick? Oh, oh, oh. Das hat wieder wehgetan. Oh Gott, oh Gott. Sag mal, beschenken gefunden, nee, dein Geschenk ab. Das hat jetzt wieder. Das ist kein Trick. Ich mag die Attacke irgendwie nicht. Okay, das ganz rechte. Oh! Ich möchte mich mal lieber heilen. Nein, ich nehme nicht das Schneekalz. Nice Cream. Die haben extra gekauft dafür. Ja, ja. Nimm das weg. Ach so, ich soll ihn abschmücken wahrscheinlich. Oh, das war ziemlich knapp. Abschmücken? Ja. Den fällt die Wackelaugen. Danke für nichts. Vielleicht soll ich ihn nochmal abschmücken. Ah, warte mal. Die ganze Kacke, die da ist an ihm, ne? Du entfernst den kleinen, verwirrten Hund. Das ist etwas besser. Das ist, glaube ich, das ist der Sinn des Gegners, ne? Man soll ihn abschmücken. Es ist ja so interessant. Ich brauche den Stock zum Laufen. The fuck? Ich glaube, das ist so... Ey, das fällt mir jetzt erst auf, dass viele Gegner nur einmal vorkommen, ne? Für einen gewissen Sinn. Abschmücken. Du entfernst ein bohnenförmiges Lesezeichen, das ein Jugendlicher dort platziert hat. Woher kommen die Jugendlichen plötzlich her? Eine Last schwindet. Darf ich jetzt? Oh, seine Probleme sind verschwunden. Jawoll! Für Recht und Freiheit oder so, ne? Sag mal, folgst du mir etwa? Nee, ich glaube, du teleportierst dich, du Lustiger, ne? So, und die Tür, die jeder kennt, die sich nur öffnet, wenn man die 100% gemacht hat. Aber... Ich frage mich gerade, ob Mr. Ich spawne nur in diesem Raum hier. Auch hier spawnt, ne? Hier spawnt doch so ein komisches Ding. Also ich würde jetzt schätzungsweise mal nachgoogeln, ob das ein paar Zustand aus ist, weil dann würde ich euch gerne nochmal den Gegner zeigen, so, ne? Also. Schuschenberger, ne? Bis gleich. Whee! Also ich habe es im Genozid-Run, glaube ich, auch gezeigt. Jetzt habe ich gerade nachgelesen. Im Pazifist-Run kommt Glide. Viel schneller! Höchstens irgendwie 4 Minuten oder so stand da. Und im Genozid-Run kann es bis zu 16 Minuten dauern. Es war ja hier ein Kinderspiel. Das ist ein cooler Satz, ey. Okay. Wir kämpfen natürlich nicht gegen das Vieh. Weil wir mögen das nämlich. Also, applaudieren! Du klatschst nachlässig. Glide saugt dein Lob wie ein Staubsauger auf. Okay, ich gebe zu, ich bin cool. Nein. Das ist nicht gut. Okay, ich glaube, ich kann mich wieder richtig bewegen, weil ich hatte gerade irgendwie nach links Gehbug. Kann ich jetzt dich verschonen so? Nein. Aber du machst viel Schaden so. Ich mag das nicht. Und gleich so ein Gorilla. Gleich wird nach deinem Lob süchtig. Was muss ich sonst noch sagen? Oh nein. Okay. Mama, das ist nicht gesund, Mann. Oh mein Gott, wie habe ich das gerade geschafft? Immer noch nicht. Du klatschst wie ein Gorilla. Gleich wird nach deinem Lob süchtig. Aber er greift an. Warum lebe ich noch? Schon? Nee.
Ich habe so das Gefühl, dass ich gleich sterben werde, ne? Warum kann ich ihn denn nicht... nichts tun? Du machst nichts. Vielleicht ist er enttäuscht, dass du ihn nicht beachtest. Vergiss das Klatschen nicht. Ich muss einfach... Oh Gott. Ich muss einfach weiterklatschen, oder wie? Bitte, bitte sag... Gleich wie ein Gorilla, gleich wieder nach deinem Lob süchtig. Aber bitte, bitte bring mich nicht um. Das fände ich nämlich ziemlich blöd. Kann er jetzt mal weggehen? Da steht das Gleiche. Vielleicht sollte ich das mal... Oh Gott, das war... Manu. Ich will den Schneemann nicht essen, habe ich gesagt, aber ich... Was steht da? Da gibt sich selbst ein High Five. Irgendwie. Wie auch immer das hinbekommt. Wenn ich jetzt sterben sollte, ne? Dann müsste ich ja nichts machen. Ich habe nur die Rätsel gemacht. Na gut, okay, ist nicht schlimm. Also, applaudieren. Was sagt er jetzt? Was muss ich sonst noch sagen? Oh! The fuck? Was passiert da jetzt? Hä? Verliere nicht die Hoffnung. Ja, ich geb dir gleich, Esquire. Bis gleich. Leute, Eiskappe erscheint und Jerry ist dabei. Freut ihr euch? Erstmal Kompliment. Erzählt Eiskappe, dass er einen tollen Hut hat. Mein Hut ist zu laut. Ich denke gerade, Leute. Ich habe... Schaden genommen. Ich würde eigentlich sagen, ich habe... Erzählt Eiskappe, dass es einen tollen Hut hat. Weiß doch jeder, wie eingebildet. Ich wollte sagen, ich habe mir Eiscreme gekauft, mal wieder, ne? Also nochmal, damit ich zweimal habe. Ich glaube, ich muss das Jerry hier abservieren. Ich versuche zusammen mit einem anderen Monster Jerry abzuservieren. Was, hat es geklappt? Ich bin verwirrt. Okay. Oh, oh nein. Wie? Es hat geklappt? Kompliment, du erzählst Eiskappe, dass es einen tollen Hut hat. Ich bin verwirrt und ich habe schon wieder Schaden genommen. Dann ignoriere ich dich. Du schaffst es, deinen Blick von Eiskappe Hut abzuwenden. Es scheint genervt zu sein. Hallo, mein Hut. Jerry ist wieder dabei. Das finde ich aber nicht so gut. Tja. Aber wenn ich jetzt Eiskappe komplimentiere, ne? Sag mal so. Mein Hut ist zu lang. Oder so. Kann ich euch jetzt bitte alle wegschmeißen, so? Ja, weg mit dir. Weg mit dir, Jerry. Keiner mag dich, Jerry. Ich habe das Gefühl, wir sind mal wieder bei Gegner gelandet, die total toll sind, ne? Kompliment! Du erzählst Eiskappe, dass er seinen tollen Hut hat. Pah! Weiß doch jeder, ich hasse dich! Soll ich den Hut erst stehlen oder wie? Ich werde gleich draufdrücken. Aber gut, hier. Du versuchst, Eiskappes Hut zu stehlen. Aber es ist noch nicht schwach genug. Ich wusste es, Dieb. Ich wollte dich niemals bestehlen, du. Hatte ich nie vor. Aber du nervst mich halt. Du gehst ja nicht weg. Oh nein. Dann ignorieren. Nochmal, dann muss ich halt mehrfach ignorieren. Er sieht fix und fertig aus. Okay, ich ignoriere. Achso, jetzt habe ich es nicht bestehen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ach, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, und dann serviere ich Jerry ab. Dann ist Jerry weg. Ah, ich liebe. Warum? Wen liebst du? Ich bin verwirrt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Folge richtig bäh wird. Aber wir sehen uns dann gleich bei Glide wieder, ne? Bis gleich. Er ist wieder da. Ja, und ich rede von Glide, natürlich, ne? Mal wieder der gleichere Kladderadatsch mit ein bisschen Klatschintus, ne? Mag doch... Warum fängt der jetzt diesmal so heftig an? Lass das mal bitte. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Er denkt an einen neuen Slang für das Wort cool. Wie zum Beispiel krass. Alter, wie heftig. Dieser Typ. Er ist so krass. Du klatschst wie ein Gorilla. Vielleicht mal deinem Loop süchtig. Ich habe das Gefühl, ich bekämpfe ihn vielleicht ganz falsch. Weißt du, er hat ja jetzt direkt seinen Special-Angriff gemacht, ne? Mache ich was falsch? Nichts. Vielleicht ist er enttäuscht, dass du ihm nicht beachtest. Aber jetzt macht er schon wieder seinen Kack da. Oh Gott. Wow. Was, wenn ich ihn ausbuhe? Du boost. Aber Hater machen gleich nur stärker. Was? Nein! Warum, Spiel? Ich wollte doch nur
Vielleicht ist ein Gorilla gleich wird nach deinem Lob süchtig. Ich mach mir das Leben nur schwerer. Oh Gott. Ja, cool. Fast einfach gestorben. Mann! Was sie hier lausche, beobachte. Warum? Weit. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Ich applaudiere einfach weiter. Vielleicht soll ich auch mehrfach nichts tun, weißt du? Dass er halt so merkt, so, oh, er ist doch nicht so der Crankeste. Der Coolste. Ich wollte nicht buhen. Nein, ich wollte nicht buhen. Ich habe aus Versehen auf Buhen gedrückt. Bitte bring mich nicht in einem Shot einfach um. Nichts tun. Du machst nichts. Kleid, zu verzweifeln nach Anerkennung. Hallo, ich bin genau hier. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist, glaube ich, ja, der Schlüssel, jawohl. Nichts tun, du machst nichts. Vielleicht sucht sein Lob woanders. Wenn man nicht verschont, er ist einfach gegangen, weil er enttäuscht war. Kann man ihn denn überhaupt verschonen? Ich weiß es nicht. Mann, Leute. Ich muss jetzt den Part beenden, wir haben 23 Minuten Aufnahme, sonst hänge ich hier bis 8 Uhr abends. Das geht ja auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Vielleicht sehen wir einen Hundesoldaten in einen kleinen Hundesoldaten in einer großen Rüstung. Ich weiß es nicht, ne? Komm, letztes Endwort von Sans. Was geht ab? Dankeschön, Sans. Ich würde sagen, Leute, wir sind zum nächsten Part. Diesmal leider nicht so viel actionreiche Scheiße. Nur einen Gegner, der, glaube ich, beim Crowdfunding gewünscht worden war oder gekauft worden war, wie auch immer. Deswegen ist er so versteckt, könnte man meinen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, wahrscheinlich schon, weil Undertale-Fans kennen alles. Die wissen alles. Also, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt münzig und tschüssikowski.